Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen. Wir kommen nun zu den Leitsätzen 144, 145 und 146. Sie schließen sich an die vorhergehende Anmerkung, die den Titel trägt, was sich offenbart, wenn man in die wiederholten Erdenleben zurückschaut. Und sie beziehen sich auch auf das von Rudolf Steiner hier in dieser Anmerkung dargestellte, dass wir uns, wenn wir diesen Weg gehen, der Erkenntnis der Anthroposophie, dass wir also gehen, einen Weg zu versuchen, Selbsterkenntnis zu erlangen von uns Menschen als ein Geisteswesen, dass wir ja kommen durch diese Selbsterkenntnis zur Welterkenntnis. Und diese Leitsätze, sie bringen uns dazu, dass wir uns Vorstellungen machen können, die der Wirklichkeit der Welt entsprechen. Wir leben in der heutigen Zeit im Materialismus, in dem ahrimanisch besetzten, durchsetzten Leben der irdischen Welt heute in Vorstellungen, die nur materiell sind und die sich selbst aufrichten, immer enger werdenden Horizont, dass wir nur sehen wollen, was die Natur uns sagt. Die Anthroposophie überschreitet diese selbst gesteckten Grenzen und möchte die ganze Welt, die Welt als physische Welt, seelische Welt, Geisteswelt, elementare Welt erkennen und verstehen. Und diese Leitsätze, sie bringen uns dazu zu verstehen, dass wir als Mensch sind nicht ein Subjekt, das ge völlig getrennt ist von der physischen Welt, von der ganzen Welt, weil wir sie ja nur als physisch ansehen, sondern dass wir Teil sind einer seelisch-geistigen Welt, dass wir herausgekommen sind, geworden sind aus einer physisch-seelisch-geistigen Welt und dass wir so sind. Nicht nur im ganzen Weltensein verwoben, sondern dass wir auch im Zeitenlauf verwoben sind mit der Welt, dass wir, wenn wir also zurückblicken auf unser Sein vor der Geburt, wir, wenn wir weiter und weiter und weiter zurückgehen in vorhergehende Inkarnationen, in einen Zeitraum sogar, wo die Inkarnationen begonnen haben zur lemurischen Zeit, wir sehen. Wir sind ein Wesen, das herausgeschaffen wurde, als Geschöpf herausgeschaffen wurde von geistigen Wesen aus ihrem eigenen Sein. Und dass wir immer mehr uns individualisiert haben, immer wieder einen Schritt weitergegangen sind, losgelösend von der geistigen Welt, wie aber auch gleichzeitig sich die Welt gelöst hat, dass es sich getrennt hat in das, was der Weltengeist ist, die geistige Welt, und das, was die Werkwelt ist, wie sie Rudolf Steiner bezeichnet hat, den Weltenleib. Dass also der Weltenleib, wie wir ihn als sinnlich-physische Welt erleben, als die Materie, die Welt, die ja auch als Ahriman-Sphäre, die Welt von Maß, Zahl und Gewicht, die abstrakt ist, die keinen Zusammenhang hat mehr mit der geistigen Wirklichkeit, dass sich also die Welt so getrennt hat und der Mensch sich mit diesem Weltenleibe während seiner Inkarnation und während seines Wachzustandes trennt von der ganzen Geisteswelt, so aber individualisiert und werden kann eine eigenständige, freie Individualität, in dem nicht die Götter denken, sondern in dem er selbst Gedanken hervorbringt, selber denken kann, selber urteilen will, kann. Und wie der Weltenleib sich trennt von dem Weltengeiste, so sinkt herab dieser Weltenleib immer mehr in die Ahrimansphäre, in das Materielle und würde schließlich in ihm versinken. Nun zog aus dieser Welt der zweite Logos nach, der Christus, und es gibt eine weltenweihe Nacht, ein einmaliges Ereignis in einem einmaligen Rhythmus der ganzen Erdenentwicklung, dass der Christus aufersteht im Weltenleib und nun beginnt, den Weltenleib wieder hineinzubringen, zu erlösen
in Verbindung zu bringen mit dem Weltengeiste. Das erlebt der Mensch jedes Jahr wieder mit der Weihnachtsnacht, mit der Menschenweihnacht, wo er erlebt die Geburt des Christusgeistes in der Erde und des Christusgeistes auch im Menschenwesen. Wir so von unserer Getrenntheit von der geistigen Welt wiederkommen können. Nun durch die Fähigkeit der eigenen Geistigkeit uns wieder verbinden zu wollen, zu streben nach Verbindung mit der geistigen Welt. Und wir schauen nun zurück in diesen Leitsätzen in diese vorgeschichtlichen Zeiten des Menschseins. Zum Beginn ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners: Willst du dich selbst erkennen, so suche in den Weltenweiten dich selbst. Willst du die Welt erkennen, so dringe in deine eigenen Tiefen. Deine eigenen Tiefen werden dir wie in einem Weltgedächtnis die Geheimnisse des Kosmos erschließen. Die Leitsätze in Bezug auf die vorangehenden Betrachtungen, was sich offenbart, wenn man in die wiederholten Erdenleben zurückschaut. Der 144. Leitsatz. Schaut man in die wiederholten Erdenleben eines Menschen zurück, so gliedern sich diese in drei verschiedene Stadien. Ein ältestes, in dem der Mensch noch nicht individuell wesenhaft, sondern als Keim in göttlich-geistiger Wesenheit vorhanden ist. Man findet da beim Zurückschauen noch nicht einen Menschen, sondern göttlich-geistige Wesen, die Urkräfte Achai. Wenn wir uns also beziehen auf diese vorhergehende Anmerkung, die wir haben geben können, die Nummer 21, dann ist das, wie auch in den vorhergehenden Leitsätzen besprochen, die Himmelsgeschichte, also die Geschichte, die sich eigentlich nur in der geistigen Welt abgespielt hat, die noch nicht einen unabhängigen Bezug hat zur sinnlich-physischen Welt. Ich zitiere aus dieser Anmerkung: Da erscheinen an der Weltengrenze nicht die physischen Himmelskörper, sondern an jedem Sternenort die Summe der göttlich-geistigen Wesen, die ja in Wirklichkeit der Stern sind. Wenn wir uns also geistig entwickeln, dann können wir zurückschauen in der Zeit und hinaufschauen in den Raum, und dann erleben wir, wie das, was sich physisch in den Sternen und Himmelskörpern ausdrückt, verschwindet. Und wir sehen die Wirklichkeit dahinter, die Wirklichkeit, dass das der Wohnort höherer und einer Vielzahl von Wesen ist, jeder Planet, jede Planetensphäre und jeder Weisheitsort, jeder Himmelsstern. Und das ist das, wohin wir sehen mit der Himmelsgeschichte, dass der Mensch verschwindet, wenn wir so weit zurückgehen im Zeitenlaufe, dass der Mensch noch nicht da war als individuelles, unabhängiges Wesen, dass er noch ganz darinnen ist in den göttlich-geistigen Wesen, dass er in dem Schoß dieser Wesen webt und lebt. Das innerliche Erdensein könnte ohne es nicht zur Entfaltung kommen. Also das, was diese geistigen Wesen auf uns gewirkt haben, das, was wir, wie es Rudolf Steiner nennt, die als kosmische Erinnerung an diese Zeitalter, an diese älteste Zeit haben, das wirkt in uns. Und das wirkt auf unsere Nervensinnesorganisation. Und dadurch haben wir erst die Fähigkeit, dass wir Gedanken entwickeln können, weil sie in unser Sein hinein verwoben sind. Es ist die Grundlage der menschlichen Gedankenwelt. Wir leben also in einer erstorbenen Werkwelt, die nicht durchdrungen ist von dem webenden Wirken, dem lebendigen Wirken des Geistes, sondern der aus dem Entstehenden, aus dem Entstandenen heraus nun da ist, so wie unser physischer Leib ein Schattenhaftes für den Menschen noch darstellt, also dass wir uns nur in unseren schattenhaften Gedanken erleben können, dafür aber unabhängig von der geistigen Welt. Wir also die Fähigkeit haben, in diesem Toten zu entwickeln, unsere eigene Geistigkeit, indem wir beginnen und können nun
logische Gedanken, kontrollierte Gedanken, durch unser Ich kontrollierte Gedanken hervorzubringen. Also im Nervensinnesorganisation, das ist einer der drei Glieder des Menschen, also die Nervensinnesorganisation, die rhythmische Organisation und die Gliedmaßenstoffwechselorganisation. Und in den Nerven und Sinnen lebt fort das, was wir bekommen haben von unserem Schöpferwesen, während wir noch unindividualisiert in ihnen weilten. Und das ist das, was wir als kosmische Erinnerung in uns tragen, was wir damals erlebt haben, wie wir noch keimhaft innerhalb des Göttlich-Geistigen waren. Wir haben also das in den letzten Leitsätzen ja uns angesehen, dass die Erdenentwicklung vom alten Saturn, Sonne, Mond bis zur Inkarnation der Erde als Erde und dann weiter wieder zurückgehend in die geistige Welt, aber auf höherer Entwicklungsstufe im nahen Jupiter, Venus und Vulkan, dass das ist die Himmelsgeschichte und wir auf Erden das Erleben haben, dass wir uns loslösen als Individualität, aber auch, dass sich der Weltenleib loslöst von der geistigen Welt. Wir die mythologische Geschichte haben, wo wir schon als Wesen unabhängig sind von der geistigen Welt, aber die geistige Welt in uns noch wirkt. Wir sozusagen noch nicht die freien Menschen sind. Und da erst in der Erdengeschichte, die also nur einen kurzen Zeitraum bisher im Verhältnis zu diesen langen Zeiträumen, ganz langen, ewigen Zeiträumen der Himmelsgeschichte und kürzeren Zeitraum der mythologischen Geschichte, nun ein relativ kurzer Zeitraum ist die Erdgeschichte, wo wir eigentlich ja ohne geistiger Schulung angewiesen sind, nur auf historische Dokumente, also nur das, was dokumentiert ist. Der Mensch lebt hier getrennt von der geistigen Welt, im Unlebendigen, in der Welt von Maßzahl und Gewicht, die uns nur abstrakt sind, wo wir nicht dieses Verständnis haben, dass Maßzahl und Gewicht wirkliche Tatsachen der geistigen Welt ausdrücken. Wir haben das hier in diesen Darstellungen schon einmal uns angesehen, dass wir also sind als Mensch verbunden ganz mit der geistigen Welt. Wir sind als Wesen verbunden mit dem Weltengeist, mit den göttlich-geistigen Wesen, mit den Wesen, die uns hervorgebracht haben. Auch der Weltenleib ist noch eins mit dem Weltengeist. Und der Weltenleib trennt sich langsam von dem Weltengeiste und er offenbart sich in den Bewegungen und Darstellungen, zum Beispiel der Planeten und des Himmelsleib, des Himmelskreises, der Sternenwelt. Und wir haben auch das, was uns die Michaelbriefe eben als etwas wirklich eine neue Erkenntnis bringen, nämlich dass ja die Welt gestaltet wird durch den Geist. Und dass dieser gestaltende Geist als kosmische Intelligenz bezeichnet wird. Dass also diese Intelligenz es ist, dass der die Welt entsprechend dem Weltenideal so gliedert, dass die Wesen ihrem Ideal entsprechend sich entwickeln können. So hat Michael, der Erzengel Michael, als dieser Verwalter der kosmischen Intelligenz, die ganze Welt so immer gegliedert, dass darin ein Bereich immer ist, dass die Menschheit sich ihrem Ideal entsprechend, also eine ichbewusste, eine freie, liebende Individualität werden zu können, entwickelt hat. Und diese kosmische Intelligenz ist auch entzunken in einem Gleichklang damit, dass sich der Weltenleib vom Weltengeist gelöst hat. In einem Gleichklang damit, dass sich der Mensch somit auch immer weiter entgewest hat, also individualisiert hat, also ein eigenes Wesen geworden ist, unabhängig von der göttlich-geistigen Welt in Schritten immer mehr und mehr. Und dass also dann die kosmische Intelligenz, ich zitiere aus den Leitsätzen, objektiv gewordene göttliche Offenbarung glänzt jetzt als die Offenbarung des Göttlichen aus den Sternen, aus der Sternenwelt, insofern diese durch die Offenbarung des Kosmos in Ideenordnung strömt. Wir haben also zuerst eine lebendige geistige Welt, die lebendig, waltend, gestaltend auf den Weltenleib wirkt. Der Weltenleib trennt sich vom Weltengeist, stirbt sozusagen ab, ist aber noch eine Offenbarung, wie der Geist darin gewirkt hat.
Das ist es, was wir als wahres Menschsein erkennen können. Die Selbsterkenntnis vom Menschsein ist, dass wir zurückschauen können in eine Zeit vor der Geburt als geistige Wesen verbunden mit der geistigen Welt und dass wir zurückschauen können in vorhergehende Inkarnationen und dass wir in vorhergehenden Inkarnationen in einer ähnlichen Leibeskonfiguration und inneren Organisation waren, dass wir uns schon als Individualität erleben konnten, aber dass wir, wenn wir zurückgehen, weiter, wir mehr und mehr uns erleben, als dass die Götter in uns dachten. Wir sozusagen noch taten, was die Götter uns vorgaben. Und dass, wenn wir noch weiter zurückgehen, ja in der lemurischen Zeit erst begonnen haben, diese Formen von Inkarnation, die wir heute haben, dass wir also zuvor ganz waren verbunden mit der geistigen Welt. Dass wir so erkennen, dass wir ein verwoben sind, ein Teil sind des Weltenganzen. Wir also, wenn wir uns ansehen, dass der Mensch hat ein Leben zwischen der Geburt und Tod, wie wir es im Be Tagesbewusstsein als Mensch hier erleben, dass wir aber haben ein Leben im Schlafe, wenn wir uns verbinden mit der geistigen Welt und wir ein Leben haben zwischen Tod und nächster Geburt, wie wir hatten ein vorgeburtliches Dasein vor unserer Geburt und nach unserem Tod der letzten Inkarnation, dass wir da weilen in der geistigen Welt, dass die geistige Welt sieht, wie wir uns von der moralischen Weltenordnung abgetrennt haben, verirrt haben und uns hilft, an uns zu arbeiten, dass wir dem Weltenideal entsprechend uns höher und weiter entwickeln können, weil wir Schicksalsimpulse bekommen aus der Moralsphäre, aus der höchsten Sphäre der ersten Hierarchie, die bildet unser Schicksal. Und dass wir so sind in diesem Weltenatmungsvorgang, dass also der Weltenleib sich trennt, dass diese Ahrimansphäre entstehen kann, dass der Mensch sich frei entwickeln kann als eigenständige Wesenheit und dass wir diese Weltenweihenacht haben, dass sich der Christus verbindet mit dem Weltenleib, dass sich der Christus verbindet mit der Menschheit und wieder wir aufwärts steigen können, aber nun als Individualität, als ichbewusste Wesen. Und wenn wir in diesem Leitsatz das betrachten, dann haben wir eine Beschreibung Rudolf Steiners aus der Geheimwissenschaft im Umriss, wo dieser Augenblick war, wo dieser natürlich nicht ein einziger kurzer Augenblick, sondern ein längerer Zeitraum, wo der Mensch sich mehr getrennt hat von der geistigen Welt, wo diese Himmelsgeschichte übergeht in die mythologische Geschichte aus Lemurien, also dem Zeitalter, wir sprechen heute von dem nachatlantischen Zeitalter, wir haben ein atlantisches Zeitalter und vor dem atlantischen Zeitalter haben wir ein lemurisches Zeitalter. Das war ein Kontinent irgendwo im Bereich zwischen Asien, Afrika und Australien. Der Mensch war gelenkt und geleitet in seinem Verhältnis zur Außenwelt von den göttlich-geistigen Wesen. Am innerlichsten fühlt der Mensch sich durch die Vorstellung, welche er durch die Elemente Feuer oder der Wärme empfängt. Er unterscheidet sich bereits. Eine innere und äußere Wärmeströmung, in letzterer offenbaren sich die Geister der Persönlichkeit, also die Archai, die in diesem Leitsatz angesprochen sind. In der ersten Zeit seiner Verkörperung konnte er die Lichtbilder der Umgebung empfinden. Bei weiterem Wachstum verblassten diese Bilder in ihm und nur etwas wie innere Erinnerungsvorstellungen blieben zurück. In diesen Lichtbildern waren die Taten der Erzengel enthalten. Sie erschienen den Menschen wie die Diener der Wärmewesen, der Geister, der Persönlichkeit, also Achai. Durch den Einfluss der Erzengel konnte er Einfluss nehmen auf seine Umgebung und diese zum Leuchten bringen. Der Mensch fühlte sich mit den Kräften der Archangeloi, also Erzengel und Achai, verbunden. Die Natur- und Menschenkräfte waren noch nicht ganz unabhängig, nicht in der Art voneinander geschieden wie später. Das ist also das, wo wir uns zurückerinnern können an vorhergehenden Erdenleben, wenn wir ganz weit in älteste Zeit zurückgehen, in die Zeit von Lemurien. Der 145. Leitsatz. Daran schließt sich ein mittleres Stadium,
in dem der Mensch zwar schon individuell wesenhaft vorhanden ist, aber noch nicht losgelöst von Denken und Wollen und Wesen der göttlich-geistigen Welt. Er hat da noch nicht seine gegenwärtige Persönlichkeit, die damit zusammenhängt, dass er ein völlig eigenes Wesen in seiner Erderscheinung losgelöst von der göttlich-geistigen Welt ist. Wir haben also nach dieser Zeit dann beginnend, dass der Mensch sich mehr individualisiert, aber in seinem Bewusstsein noch verbunden ist mit der göttlich-geistigen Welt. Das ist das, was wir ja in vorhergehenden Besprechungen der Leitsätze genannt haben oder Rudolf Steiner genannt hat, die mythologische Geschichte. Das ist im Übergang in der späteren lemurischen Zeit dann bis zur atlantischen Zeit. Und das ist das, dass der Mensch noch verwoben ist im Bewusstsein mit der göttlich-geistigen Welt. Der Mensch ist als Erdenmensch schon da. Er ist also schon ein Subjekt, das unabhängig ist in gewisser Weise von der Welt, aber nicht losgelöst in seinem Geiste von der göttlich-geistigen Welt. Er erlebt die geistige Welt noch in sich. Das ist auch die Welt, die Rudolf Steiner genannt hat, die Welt der Heroen. Also wo Eingeweihte und höhere geistige Engelwesen, Erzengelwesen durch die Menschen wirken konnten, als Anführer, als Leiter, als Könige der Menschen wirkten auf Erden, als Priesterkönige auf Erden wirken. Es ist also das, dass der Mensch sich, wenn wir da zurücksehen an diese Welt, dass uns das, was wir mit diesen göttlich-geistigen Wesen erlebt haben, bewirkt, dass wir eine Gefühlswelt überhaupt erleben können, weil das, was wir erleben in der heutigen, gegenwärtigen Welt, in einem Rhythmus immer wieder hin und her sich erlebt zwischen dem, was damals als eine kosmische Erinnerung in uns lebt und dem, was wir heute erleben. Und diese Veränderung des Erlebens, das bewirkt das Fühlen. Dadurch können wir unsere Unterscheidung von der Welt, unsere Unterscheidung von der moralischen Weltenordnung erleben als ein Fühlen. Die Gefühlswelt bringt zusammen die menschliche seelische Gegenwart und das, was in ihm nachwirkt aus einer alten Zeit. Rudolf Steiner hat das dargestellt in Darstellungen von dem, was der Mensch erlebt hat in dieser atlantischen Zeit. Also wir kommen nun von der lemurischen Zeit in die atlantische Zeit. Erst während der atlantischen Zeit verdichtet sich der menschliche physische Körper. Der Mensch verdichtet sich immer mehr und kam auf den Erdboden herunter. Er kristallisiert sich aus dem Wasser-Luftraum. Erst am Ende der atlantischen Zeit wurde die Menschengestalt der heutigen, wenn auch noch viel weicher, doch ähnlich. Die Verdichtung ist auch als ein Abstieg aus dem Geistigen zu betrachten. Durch denjenigen Teil seines Ätherleibes, der nicht mit dem physischen Leib verbunden war, konnte der Mensch Wahrnehmungen von den Söhnen des Lebens, also den Angeloi und den Feuergeistern, den Erzengeln, haben. Der Mensch hatte also eine Leibeskonfiguration, dass der Ätherleib noch nicht ganz harmonisch oder ident verbunden war mit dem physischen Leib, sondern hinausragte und der Mensch so im Ätherischen Wahrnehmungen dieser Geister hatte. Er also im Geiste noch verbunden war, zu einem gewissen Teil mit diesen Wesenheiten. So sind wir einverwoben als Wesenheiten, als Mikrokosmos im Makrokosmos. Es löst sich also noch weiter der Weltenleib vom Weltengeiste. Wir haben das hier dargestellt, dass eben wir nur noch die Wirksamkeit der Wesenheiten der geistigen Welt als Offenbarung im Weltenleib, also zum Beispiel im Wandelsternegang und im Laufe durch den Tierkreis des Himmelskreises erleben. Das Göttlich-Geistige lebt im Kosmos nicht mehr als Offenbarung, sondern nur noch als Wirksamkeit. Man kann es nur noch dahinter erahnen. Und wenn wir sehen, dass die kosmische Intelligenz, die eben gestaltet hat, die Welt nun weiter heruntersinkt, wie in den Michael-Briefen dargestellt auch,
Michael-Vorträgen dargestellt von Rudolf Steiner, dass sie entzinkt den Michael. Dass also der Mensch auf einer dritten Etappe erlebt, der Mensch die Gedanken im Ätherleibe. Sie stellen nur eine innere Regsamkeit wie einen Nachklang von Seelenhaften dar. Das ist eben, dass wir im Ätherischen noch die geistige Welt erleben konnten in dieser mythologischen Zeit. Es ist die dritte Phase der Entwicklung in ein weiteres Loslösen der kosmischen Intelligenz von ihren Ursprüngen. Es laufen die Sterne und ordnen sich nach in der Vergangenheit irrenen eingepflanzte Ideenordnung. Man kann im Gang der Sterne noch erkennen, wie die geistige Welt darin gewaltet hat. Der 146. Leitsatz. Als drittes Stadium tritt erst das Gegenwärtige auf. Der Mensch erlebt sich in seiner Menschengestalt losgelöst von der göttlich-geistigen Welt und er erlebt die Welt als Umgebung, die er individuell persönlich gegenübersteht. Dieses Stadium beginnt in der atlantischen Zeit. Das ist die gegenwärtige erdgeschichtliche Zeit, von der wir auch dokumentarische Aufzeichnungen haben, die wir im Allgemeinen aus materialistischer Anschauung nur als das, von dem wir wissen, dass das als gegeben ist, ansehen. Wenn es Dokumente gibt, die absichtlich zum Verschwinden gebracht worden sind, dann wird das einfach nicht mehr als reale Geschichte angesehen. Es ist also eine sehr eingeschränkte Art der Anschauung der Erden- und Menschengeschichte. Und wenn wir eben an Menschen kommen, die diese Fähigkeit haben, der Geistesschau zurück auf vorhergehende Erdenleben, dann ersehen sie eben, wie der Mensch entstanden ist aus der göttlich-geistigen Welt und sich schrittweise mit dem Weltenleib getrennt hat vom Weltengeiste. Und das ist, was mit dem Ende der atlantischen Zeit eintritt, dass der Mensch der heutigen Äußerlichkeit entsprochen hat und dass er immer mehr hatte, ein Innenleben, das ein individuelles Gepräge trug. Sagt dazu Rudolf Steiner, das ist das, wo wir die menschliche Willenswelt erleben können. Das, was der Mensch hier individuell als Persönlichkeit in seiner Inkarnation erlebt und tut, denkt und will, das wird hinaufgenommen in das Leben nach dem Tode, wo er sich wieder verbindet mit diesen höchsten göttlichen Wesen, den Engelhierarchien, der ersten Hierarchie, und sie das einverweben können in ein Schicksalswollen. Dass also das ist, dass die kosmische Erinnerung erlebt in der menschlichen Gestalt als Kräfte. Also das, was aus der wir als Geschöpf bekommen haben, als kosmische Erinnerung, von dem Verbundensein mit dem göttlich-geistigen Wesen, das lebt in unserer Menschengestalt fort als die Willenskräfte, als die Grundlage unserer Willenskräfte. Das ist die Stoffwechselgliedmaßenorganisation des Menschen, das in dieser Organisation nachwirkt, was er seit der Zeit der persönlich individuellen Erdenleben, die ja mit Lemurien begonnen haben, die mit der Atlantis individualisiert wurden und mit dem Beginn des nachatlantischen Zeitraums ganz persönlich individuell werden konnten, ganz frei im Denken, Schritt für Schritt werden konnten, dass dieses persönlich individuelle Erdenleben in diesen nun im Leben zwischen Tod und nächster Geburt hineingetragen werden, wenn wir wieder verbunden sind mit diesen höchsten göttlichen Geistern, die dann zur Weltenmitternacht in dieser Zeit zwischen Tod und nächster Geburt unser Schicksal daraus bilden. Rudolf Steiner beschreibt diese Zeit nach dem Untergang der Atlantis. Durch die Flutkatastrophe, das zieht eine kleine Gruppe von Menschen unter Leitung des Mani, dieses höchsten Eingeweihten, der Sonnenmysterium, zieht mit diesen Menschen in die Wüste Gobi und dann wird an diesen Menschen gearbeitet, dass sie sich so entwickeln, dass sie wie die fortgeschrittene Menschheit werden, dass sie das alte Hellsehen nach und nach verlieren. Die Erinnerung an die vorhergehenden Zeiten nach und nach verlieren, dass sich der Ätherleib nun verbindet mit der Kopfregion, dass also dieses Hellsehen, diese Verbundenheit im Gedanken mit den Engel- und Erzengelwesen zurückgeht, dass aber entsteht die Fähigkeit des menschlichen Gedankenlebens, des Verstandes,
dass der Mensch beginnt, selbst denkend zu werden. Und das ist, dass der Mensch empfand eigentlich erst von diesem Zeitpunkt an sein Ich, seine eigene geistige Individualität im physischen Leibe, noch im Erleben des Unberechenbaren. Also er ist noch, dass er Geistiges erlebt. Sie wussten noch von der übersinnlichen Welt. Das ist dann der beginnende erste Zeitraum des nachatlantischen Zeitraumes, also der ersten Epoche des Altindischen. Dort wusste der Mensch noch von der übersinnlichen Welt, als der wahren Heimat und der Welt der Menschen. Dem Sinnlichen standen sie mit weniger Interesse gegenüber. Für sie war es die große Maya, die Illusion, die physische Welt. Der Geist war das, was er ist, nämlich die Wirklichkeit. So war das Rechnen mit Raum und Zeit ihnen nicht eigen. Sie lebten in unermesslichen Raumes- und Zeitenweiten, in dieser Verbundenheit noch. Aber der Ma Mensch begann da, ein individuell persönliches Wesen zu werden, der in den Inkarnationen als ich-bewusstes Wesen lebte. Und diese Anmerkung, die wir 21 genannt haben, und diese Leitsätze, sie zeigen uns, dass wir aus der göttlich-geistigen Welt mitgenommen haben, die kosmische Erinnerung, wie wir eine persönliche irdische Erinnerung für diese Inkarnation haben, so tragen wir in uns Erinnerungen an die fernsten Zeiten. Und das ist es, was Rudolf Steiner gesagt hat: Wenn die Anthroposophie auf Menschen trifft, dann müssten sie eigentlich sofort und unmittelbar die Anthroposophie als Wahrheit erkennen, weil sie das anspricht, was die kosmische Erinnerung im Menschen ist. Nur das Widersacherwirken, also das Wirken, was wir genannt haben, die drei Tiere, von Lüge, von Spott und Hass auf die geistige Welt, die verhindert, dass wir sofort erkennen, diese kosmische Erinnerung, dass uns sofort aufgeht, die Wirklichkeit und Wahrheit der Wissenschaft vom Geist. Jeder Mensch kann das ja immer wieder erleben, dass er im Erleben seiner Umwelt, seines Schicksals, sich ihm bilden Gedanken, die ihm verstehen lassen, das, was in der Welt vorgeht, er diese Gedanken aber noch nicht mit Wörtern, mit Begriffen verbinden kann. Dass er erst hat eine Idee für das Verstehen der Welt, wenn er dann auf einen Menschen trifft, der das schon in Worte fassen kann und nur wenige Worte spricht, dann geht dem Menschen unmittelbar auf die ganze Wirklichkeit der Welt, die er ja schon ständig erlebt hat, aber noch nicht begrifflich in seine Vorstellungen bringen konnte. Das werden sicher viele Menschen schon erlebt haben, dass sie etwas mit sich tragen, es aber noch nicht präzise formulieren können. Bei einem Gespräch mit einem Menschen geht ihm plötzlich die Wahrheit der Welt in diesem Bereich auf. So ist es mit der kosmischen Erinnerung. Die Anthroposophie, diese Darstellungen Rudolf Steiners, die bringen uns die Wirklichkeit begrifflich der Erinnerung an die kosmische Vorzeit des Menschen. Wenn wir uns das noch einmal ansehen, dann können wir eben nun erleben, dass sich der Weltenleib völlig gelöst hat von dem Weltengeiste, dass er unabhängig ist vom Weltengeist und dass es nur noch als Werkwelt sichtbar ist, das von den Göttern geschaffen worden ist, dass die Formen dastehen. Die Welt, die nicht mehr die Wirksamkeit des Göttlich-Geistigen, das Lebendige zeigt, sondern nun eine berechenbare, weil tote Welt ist, zeigt nur, was von dieser Wirksamkeit geblieben ist, nur noch das Werk des Göttlich-Geistigen. Und das, was gestaltet in der Welt, was die ganze Welt so weit gestaltet hat, wie sie heute ist, die kosmische Intelligenz, sie ist nun bei Menschen. Das ist die Aufgabe des Michael-Zeitalters, dass sie auf Menschen trifft, die in sich ein Ich-Bewusstsein tragen, die in sich das Streben nach Erkenntnis des wahren Menschseins, in sich das Streben nach Welterkenntnis tragen, die Ich-Geburt in sich erlebt haben, die Verbundenheit mit dem Christlichen und die in ihrem Ich, das vom Christus geschenkt worden ist, der Menschheit, verbinden mit der Fähigkeit der Intelligenz, der Fähigkeit, Welten schaffend zu werden, indem
der Mensch aufnimmt, das Christliche, und aufnimmt die Offenbarung vom Geist, wie sie von Michael kommt, durch die Anthroposophie, das einziehen kann, die kosmische Intelligenz nun als menschliche Intelligenz, dass der Mensch nun gestaltend werden kann, schaffend werden kann in der Verbundenheit mit den guten Göttern, mit der göttlich-geistigen Welt, mit dem Christus. Und so möchte ich sprechen zum Abschlusse ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Es sprechen zu dem Menschen Sinn, die Dinge in den Raumes weiten. Sie wandeln sich im Zeitenlaufe. Erkennend lebt die Menschenseele durch Raumesweiten unbegrenzt und unversehrt durch Zeitenlauf. Sie findet in dem Geist Gebiet des eigenen Wesens tiefsten Grund. Vielen herzlichen Dank.